Ich brauche mehr Medizin. Wir haben bald keine Minze und Kräuter mehr für den heilenden Tee. Aber es sind allein in einer Nacht so viele krank geworden. Was sollen wir denn tun? Ich spreche mit Kante Peter. Der kennt sicher noch ein anderes Mittel. Unser Medizinmann weiß sicher etwas. Was macht Kante Peters Fieber? Es sieht nicht gut aus. Aber er ist einfach zu dickköpfig, es zuzugeben. Shoshi sollte unbedingt schlafen. Sonst wird sie auch noch krank. Shoshi kommt schon zurecht, Kante Peter. Aber wir haben fast keine Kräuter mehr, die wir für den heilenden Tee brauchen. Der kalte Sommer hat uns sehr wenig Minze zum Trocknen gegeben. Gibt es denn keine andere Medizin, die helfen könnte? Nur die trockene Minze wird die roten Flecken heilen können. Und nur der Häuptling Matiru hat, was wir brauchen. Ich werde zu seinem Dorf in den Bergen gehen. Die Stürme in den Bergen sind sehr gefährlich. Shoshi sollte warten, bis Winnetou zurückgekehrt ist. Vom großen Pauwau-Treffen. Aber Winnetou hat noch einen sehr langen Ritt vor sich. Shoshi muss unbedingt in das Bergdorf gehen, bevor einer von uns stirbt. Was ist denn, Wokade? Der Bergpfad ist eng und sehr heimtückisch. Kann nicht jemand anderes zum Dorf des Matiru reiten? Guck mal, alle Krieger haben das Fieber. Shoshi ist die Einzige, die das tun kann. Ich wünschte, Winnetou wäre hier. Natürlich. Aber weißt du, Winnetou hat mir beigebracht, wie man in den winterlichen Bergen überlebt. Und passt gut auf Misty und Fastfoot auf. Sie dürfen Shoshi nicht folgen. Ja! Siedler bei der Power-Versammlung zu vertreten, ist wirklich eine große Ehre. Ah, du sagst es, Shatterhand. Und dieses Ereignis mit einem sportlichen Wettbewerb abzuschließen, macht großen Spaß. Das stimmt. Aber einen Speer durch einen Waktusha-Hohreifen zu werfen, sieht nicht gerade einfach aus. Ich will ja nicht angeben, aber wenn es um Speerwerfen geht, habe ich ein ziemlich gutes Auge. Hoffen wir, dass Winnetou das auch hat. Er ist jetzt dran. Ja! Das war ein sehr guter Wurf, Winnetou. Der Reiter muss zwar werfen, aber man braucht auch ein gutes Pferd, um den Waktusha-Hohreifen zu treffen. Ich würde es zu gern auch mal versuchen, Winnetou. Natürlich. Aber sei vorsichtig. Dann pass mal gut auf, ich treffe den Waktusha-Ho mit geschlossenen Augen. Ja. Los, trab an, Mary! Mädchen, Bewegung!
geschlossenen Augen den Waktusha Ho treffen. Er hat die Wahrheit gesagt. Wenn du dich nicht beeilst, stehen wir mit Sicherheit für Shatterhands Willkommensessen ohne eine einzige Ente da. Jetzt halt aber deine Hosen fest. Ich dachte, wir würden Flugenten jagen und keine fliegenden Schweine. Wenn du mich nicht angerempelt hättest, dann hätte ich jetzt bestimmt... Was ist das? Also, ich weiß nicht, aber jetzt wäre mir ein fliegendes Schwein lieber. In den Bergen wird es bald einen furchtbaren Sturm geben. Shoshi wird sicher keine Angst bekommen, sie ist nämlich sehr mutig. Aber gerade die gefährlichen Winde haben es oft auf die Mutigen abgesehen. Beim Fressen zuzusehen, macht mir auch Hunger. Wir haben einen 2 Tonnen schweren Elefanten unter uns und du schiebst Kohldampf. Oh, da kommt jemand! Hilfe! Als wir die Elefantenspuren gefunden haben, hätte ich wissen müssen, dass sie nur zu euch beiden führen können. Statt dich zu amüsieren, versuch lieber, das Monstrum hier wegzuschaffen. Ich hätte nie gedacht, in dieser Gegend mal einen Elefanten zu treffen. Er muss zu dem Zirkus gehören, der bald in die Stadt kommt. Mit seinem Fuß scheint was nicht zu stimmen. Vorsicht, Winnetou! Mit Elefanten hast du doch sicher noch nicht so viel Erfahrung. Man sagt, dass Elefanten nichts vergessen. Und er wird nicht vergessen, was du für ihn getan hast, Winnetou. Wir müssen dafür sorgen, dass er zu seinem Besitzer zurückkommt. Ich muss gehen. Ich habe meinem Stamm viel über die Versammlung zu erzählen. Wir kommen morgen vorbei, bevor wir uns mit den Siedlern treffen. Was soll denn das? Du wirst in die Stadt getragen. Der Sturm scheint immer stärker zu werden. Was macht ihr zwei denn hier? Ich sollte euch beide zurückschicken. Aber ich bin froh, euch zu sehen. Ich hoffe, das Bergdorf ist nicht mehr so weit weg. Oh, wenn ihr was zu essen riecht, müssen wir in der Nähe des Dorfes sein. Der Weg ist gefährlich, also bleibt dicht bei mir. Das bekommt meine Magen ganz und gar nicht. Oh, ist mir schlecht. Oft sieht man das ja nicht, dass jemand auf einem Elefanten in die Stadt reitet. Und diesen Ritt wird Tante Droll nicht so schnell vergessen. Wir müssen den Zirkusbesitzer finden, damit wir ihm seinen Star zurückgeben können. Aber der kommt gar nicht. Wir haben erfahren, dass ein Zirkus pleite ist. Was wird mit dem Elefanten? Wer ihn gefunden hat, kann ihn behalten. Sein Name ist Jumbo. Wenn das so ist und es ihn umsonst gibt, dann möchte ich ihn gerne haben. Jumbo gehört dir, Hobble Frank. Aber der Zirkusbesitzer will, dass er anständig gefüttert wird. Das ist unser Glückstag, Tante Droll. Wovon redest du, sag mal? Nein, mein Magen verträgt nicht noch ein Ritt. Wir
sind die glücklichsten Menschen auf der Welt, Tante Droll. Jumbo gehört jetzt uns. Wir müssen morgen die Lokomotive auf den Berg bringen und die Schienen von Schnee befreien. Überlegt euch also lieber, was ihr mit diesem blöden Elefanten machen wollt. Und ihr werdet für jeden kleinen Bissen bezahlen, den er frisst. Bist du böse auf Shoshi, weil sie in das Bergdorf geritten ist, Winnetou? Die Gefahren des Fleckfiebers ließen ihr keine andere Wahl. Aber wenn es einen Sturm gibt, soll sie nicht allein zurückreiten. Ich möchte Winnetou begleiten. Winnetou weiß, dass Wokadee tapfer ist. Aber du musst hierbleiben, um dich um die Kranken zu kümmern. Winnetou wird Shoshi finden. Ja! Shoshi wird viel Minze und Kräuter für den heilenden Tee bekommen. Mein Stamm dankt dir, Matiru. Und ich danke dir für dein warmes Zelt und das Essen. Morgen früh solltest du sicher in dein Dorf zurückkehren können. Ich hole noch etwas zu essen. Danke, Matiru. Aber ich bin schon mehr als satt. Das Essen ist auch für deine kleinen Freunde. Eine Schlange will mich fressen. Du kannst ruhig weiterschlafen. Das ist nur Jumbo, der deinen Lolli auffrisst. Ich hasse diesen Elefanten. Was ist denn passiert? Letzte Nacht hat der große Geist im Schlaf zu Tante Peter gesprochen. Er hat gesagt, Winnetou ist verletzt und er liegt jetzt unter einer weißen Decke begraben. Weiß wie Schnee? Genau. Und ihr müsst ihn finden, bevor es zu spät ist. Beeilen wir uns, Sam. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör! Wir müssen sehr vorsichtig sein und dicht zusammenbleiben. Oh, da ist eine Lawine runtergekommen. Was hast du denn da entdeckt? Oh, Winnetous Silberbüchse. Und da ist Itchy. Er muss von der Lawine verschüttet worden sein. Wir müssen ihn finden. Oh! Da ist Winnetou. Wir müssen uns beeilen. Er lebt noch. Wir müssen einen Unterschlupf finden und ihn wärmen. Knie bitte nieder, dann können wir Winnetou auf deinen Rücken legen. Da drüben ist eine Bergarbeiterhütte. Dort können wir Feuer und heilenden Tee für Winnetou machen. Wenn dem Eis noch schlimmer wird, werden wir den Berg bald wieder rückwärts runterrutschen. Oh, immer noch besser, als in den Canyon zu fallen. Da hast du mal wieder recht. Über diese schneebedeckten Berge kommen wir niemals heil rüber. Dann lass uns den Weg wieder zurückreiten. Ich kenne nämlich eine Brücke, die über den Canyon führt. Klingt gut. Der heilende Tee ist fast fertig. Wenn du erst mal wieder zu Kräften gekommen bist, können wir dich den Berg runterbringen. Winnetou wird wieder gesund. Aber ihr beide müsst was essen. Wir müssen alle kräftig sein, wenn wir den Berg hinabsteigen. Ja.
Sie reißen sich los! Den Gleisen ist ja ganz schön hoch. Wir fahren so weit rauf, wie es nur geht, und dann die Schienen wieder rückwärts runter. Ich hab Hunger. Wo sind denn die Sandwiches von Mathers Hick? Ich glaube, die habe ich im Güterwagen liegen lassen. Was? Bei Jumbo? Bleib ruhig. Kein Elefant auf diesem Planeten mag Leberwurst und Zwiebeln. Darauf möchte ich lieber nicht wetten. Wenn ich auf deine Rückkehr gewartet hätte, dann wärst du nicht in diese Lawine geraten. Unser Stamm braucht den heilenden Tee. Es war mutig, von Shoshi in das Bergdorf zu reiten. Das sind Pferde auf der anderen Seite des Canyons. Das sind Winnetous und Shoshis Pferde. Beeilen wir uns. Komm, die stecken in Schwierigkeiten. Sieht nicht toll aus, aber sie müsste halten, wenn wir die Pferde hier lassen. Lass uns gehen, bevor es noch stärker schneit. Ich werde mal vorgehen. Manchmal sollte man morgens gar nicht erst aufstehen. Nicht bewegen, Sam. Keine Sorge, ich lauf schon nicht weg. Bist du okay, Sam? Das sage ich dir, wenn meine Knie aufgehört haben zu zittern. Vielleicht hat er Blähungen im Bauch von der schönen Leberwurst und den vielen Zwiebeln. Wer weiß, aber er wird den Güterwagen noch zum Entgleisen bringen, wenn es so weitergeht. Richtig wütend. Ich verschwinde jetzt lieber. Der ist nicht wütend. Der hat etwas gerochen, das ihn ganz versessen gemacht hat. Und wovon ist er ganz versessen? Uns dahin mitzunehmen, wohin er geht. Warum gerade mich? Die Pferde sind immer noch weg, aber der Berglöwe zum Glück auch. Wir brauchen noch mehr Holz für das Feuer. War leicht zu sehen.
Wie geht es Winnetou? Er wird wieder gesund Pass werden, auf, wenn Shatterhand! Der Berglöwe kommt zurück! Mach's gut, Pussykätzchen! Winnetou und Sam sitzen unter einem Balken fest. Winnetou, kannst du mich hören? Sam, alles okay? Ging mir schon mal besser. Du? Winnetou, kannst du mich hören? Ja, Shoshi. Schön, dass mein Blutsbruder da ist. Schön, dass mein Bruder lebt. Jumbo hat gespürt, dass Winnetou in Schwierigkeiten ist und nichts konnte ihn aufhalten. Das war Jumbos Dank dafür, dass du dich um seinen kranken Fuß gekümmert hast. Deswegen sagt man ja, ein Elefant vergisst nie etwas. Und Winnetou wird nie vergessen, wie Shoshi sein Leben gerettet hat. Bin ich froh, dass Hobble Frank und Tante Droll Wukadee Jumbo noch gezeigt haben, bevor der uns verlässt. Und die beiden sind froh, dass der Zirkusbesitzer Jumbo zurückgenommen hat. Wenn er das nicht getan hätte, hätte der Elefant ihnen noch die Haare vom Kopf gefressen. Tut es euch schon leid, dass ihr nicht ins Zirkusgeschäft eingestiegen seid? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube immer noch, dass ich ein guter Elefantendompteur wäre. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Zeig mal, wie du auf deinen Hinterbeinen stehen kannst, Dumbo. Ich wusste doch, ich bringe ihn dazu, uns einen Trick zu zeigen. Ich bezahle sogar dafür, wenn er das nochmal macht.